Hallihallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen VE7 Clear mit Nightmare. Hallöchen. Nightmare hat eine Waifu-Strategie herausgefunden. Ja, Zumindest wenn ihr Victorias den grüßen. Skin von Mudrock habt, ja. Also wichtig ist da, dass ihr wirklich alle diese Operator auf E2 Level 90 N3 habt, anders funktioniert das nicht. Ich glaube auch, es könnte problematisch werden, wenn ihr dich hier nur einmal gezogen habt. Weil wegen dem Platzieren von Sutre bei Mudrock. Ich krieg Ja, das also grad und grad so hin mit minus 1. das, wenn ihr die Strategie 1 zu 1 kopieren wollt, dann braucht ihr halt das alles. Ansonsten könnt ihr auch noch Vanguards mitnehmen. Oder Bonus DPS oder Debuff wie Susran könnt ihr da mitnehmen. Ja, aber die Grundlage beruht halt auf die vier Operator, den vier Operator. Okay. Ach, wir haben übrigens Discord-Server, da könnt ihr drauf joinen und wir würden uns über einen Like und einen Abo freuen. Einen Abo. Einen Abo. Ja, Ein eine. A ein. Ja, egal, lass mich, es ist spät. So, als erstes müssen wir Skadi platzieren, weil die sonst kontinuierlich auf die Fresse kriegt. Das hast du aber nicht lieb ausgedrückt. Ist doch so. So, und das ist jetzt das Angesprochene von mir, wo ich sage, es könnte ohne den minus 1 dB echt hart werden, weil wir platzieren Was? jetzt Hien und müssen danach noch Sutra platzieren, bevor Mudrock gestunt wird. Aber was mir gerade einfällt, ihr könnt theoretisch auch beim ersten Chen-Deploy auch einmal einen drunter setzen, dann könnt ihr euch erstmal den Baum sparen. Und damit 5 DP. Das kann natürlich, ist auch möglich, ja. Oh, Skill. Dann Chen wieder wegmachen, weil sonst bekommt sie gleich eine Fresse. So. Weil Mutrok hat die schöne Angewohnheit, dass sie das quasi alle lila Pfeile quasi, wenn sie jetzt nicht gerade unter Dauerbeschuss steht, mit ihrem Schild ablocken kann. Das war so, dass ich mit dem Schild und Skill direkt wieder hochfällt. Ja. Irgendwas haben die Entwickler mit dem Zwinkern, ich weiß aber nicht was. Mir ist gerade aufgefallen, beim Guide-Versuch habe ich auch Sutra nach links blickend platziert, statt nach rechts blickend, ne? Ja, und du hättest jetzt eigentlich, Guide eigentlich auch vielleicht schon zu einem weiter links platzieren müssen. Und Boah, ich das Ding dachte ist. schon, der latscht da raus. Dachte ich jetzt auch. Oder ihr könnt jetzt auch eigentlich schon den Skill von Ken direkt aktivieren, weil der nächste Boss, der unten lang kommt, ist der Boss. Also wenn man die Busse kennt und versteht, wie sie funktionieren, ist es eigentlich ganz einfach, die Karte. Was los? Falls wir das verkacken, muss ich das rausschneiden und als Outtake bringen. Okay, warte. Wir können auch sofort Chen Skill aktivieren, weil der nächste Boss, der kommt, ist der Boss. Habe ich das so gehört? Ja. Scheiße. Genau so hast du das gesagt. Habe ich auch noch nie gehört. Okay, Leute, vergiss es. Es ist 2 Uhr morgens, ja. Weißt du nicht. Gestern Abend die Zeit noch Cyberpunk gespielt, ja. Wie war das jetzt? Skill aus, ne? Nee, Nicht weg, nein, sondern aus. erstmal abwarten. Wenn ihr eine Potenzial 4chen habt, schafft ihr das noch alle drei von denen zu killen. Und so nur mit einem. Jetzt aus? Ja, jetzt aus. Mal jetzt brauchen wir den Skill nachher wieder. Nur zu schade, dass meine Mudrock noch in der To-Level-Liste irgendwo ganz hinten ist. So, hättest du das jetzt auch auf die Auto-Deploy? Ja.
Naja, falls das Event irgendwann mal wiederkommt, bis dahin habe ich Mudrock. Frühestens in 12 Monaten. Ja, locker easy. Da habe ich wahrscheinlich schon alle Operator, die ich leveln will, gelevelt. Aber wenn eure Skalter auf E2 Level 90 S2 M3 ist, dann braucht ihr euch um die Sniper da keine Sorgen zu machen. Kommt jetzt schon zu. So, und dann auch noch gleich den Seaborn. Zack. Nein, noch nicht, noch nicht. Jetzt, jetzt, jetzt. Und. Also kann sein, wenn eure Chen etwas zu schwach ist, dass der Boss da durchlatscht und dann zum Mutter kommt, das ist aber kein Problem. Sutra weg. Das habe ich jetzt aber gut, richtig gut hinbekommen. Chen-Skill wieder deaktivieren, damit sie den. Ich weiß nicht, ob das vielleicht schon zu spät ist, ich weiß nicht, werden wir sehen. Ah ne, ich glaube nicht, Patriot ist langsam. Patriot ist ja langsam. Ich weiß gar nicht, warum. Ich verstehe nicht, warum wir so viel Angst vor Patriot auf der Karte haben. Selbst Amir schafft das Solo. War Patriot nicht sowieso schon das neue Mobbing-Opfer? Sutra hier, ne? Jo, nach links gucken. Aktivieren? Jo. Ja. So, und Sutra. Jetzt Sutra aktivieren. Also da könnte es sein, dass was Sutra da für ihr Talent braucht dann bei euch, wenn die nicht gut genug sind. Hau rein, Mädchen! So, jetzt alle weg. Alle außer, weg? Weil, nee, ja. Alle. Ja, alle, ja, außer Mudrock, ja. Alle, die unten waren. Ja. So, und jetzt zum Schluss brauchen wir noch einmal Sutra und einen der beiden. Ist aber egal, wen. Ich glaube, dieses Mal platziere ich mal Chen, weil ich sonst gerade platziere. Nee, warte mal, das funktioniert nicht mit Chen. 62 plus 40 ist 102. Ah, Alter, bist du teuer! Haben sie ja schon zweimal redeployed. Nee, einmal redeployed. Ja, die kostet 31, ne? Also wird's einfach nur verdoppelt. So, Sutra hier hin. Dann warten wir. Erstmal den Skill aktivieren und Skill durchhauen und Skadi hier hin. Aber das finde ich sehr nett von Patrick, dass er erstmal da etwas stehen bleibt. Ja. Auch wenn da, wenn Patrick mit Papizap durchkommt, ist auch kein Problem, das schafft dann hier. Warum hat sie den ersten, warum hat sie den beim ersten Mal bei mir gekillt? Vielleicht Mikro-Timing besser gewesen. Ja, keine Ahnung. Aber Mudrock hat ihn souverän gebonkt. Gebonkt, denn sie hat ihn mit ihrem Hämmerchen gestriffen und er ist umgefallen, weil Sutra so gut angeht. Go to the horny jail, Bonk. Gut. Das war ein VE7 Waifu Only Clear. Wir danken euch fürs Zuschauen und wir hoffen, ihr schaltet auch bei einem anderen Video wieder ein. Ciao. Tschüss.